Hallo meine lieben coolen, süßen und verrückten. Das wollte ich nicht mehr sagen. Ich wollte nur noch sagen, hallo meine Lieben. Oh nee. Hallo meine Verrückten. Hallo meine Verrückten? Ja. Hallo meine Verrückten. So. Wir fahren jetzt gerade zur M1 Beauty Klinik. Wie ihr wisst, hatte meine Mutti eine Schönheits-OP gehabt. Und zwar hatte sich die Tränensäcke wegmachen lassen. Und ich glaube, Schlupflieder oder wie das heißt, auch. Und sie fährt jetzt auch gerade dahin von Cottbus aus. Wir haben dann nämlich heute einen Termin zur Nachkontrolle. Und ich dachte, ich begleite meine Mutti und ich lasse euch auch begleiten. Vielleicht interessiert ihr das ja einfach. Vielleicht habt ihr sowas auch vor. Meine Mutter hat sehr darunter gelitten an diesen ganzen Tränensäcken. Das schon seit Jahren. Deswegen... Vom vielen Heulen. Vom vielen Heulen? Meine Mutter hat nicht so viel geheult. Sie ist eigentlich ein sehr glücklicher Mensch. Wenn sie sich in ihrem Körper wohlfühlt. Und das hat sie wirklich schon ewig nicht mehr getan. Ja, also wie gesagt, wir sehen uns jetzt gleich bei der M1 Beauty Klinik und dann drehe ich weiter. Nicht wundern, ich bin mega erkältet und ich fühle mich richtig schwach. Und unsere Maus hier hinten auch. Oh, das ist so süß. Ja, sie schläft fast ein. Gut, meine Lieben, bis gleich. So, wir sind jetzt gerade angekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich scharf gestellt bin oder nicht. Geht doch mal stehen. Nee, möchte Mutti ja nicht verpassen. Ich glaube nämlich, dass Mutti schon da ist, aber noch vor der Tür steht und eine raucht. Ja, meine Mama ist eine Raucherin. Mama, wenn du das hier siehst, es wird Zeit aufzuhören. Du bist auch nicht jünger damit. Ja! Und hier ist sie. Eine riesen Sonnenbrille. Oh wei! Aber sieht schon besser aus als vorher. Ja. Viel besser. Sie ist cool aus mit Brille. Aufgeregt? Ja. Passiert nichts Schlimmes heute. Wir machen nur die Pflaster ab und die Fäden ab. Ja. Und zu Hause haben sie schön gekühlt und sich geschont, weil sonst wäre es noch ein bisschen mehr grün und blau. Ich fange in der Mitte an, die Pflaster abzumachen. So, jetzt kommt der Faden noch aus. Das zieht ein bisschen. Das sieht schon voll gut aus, Mutti. Einmal oben. Erster Blick in den Spiegel. Und los. Ach du Scheiße. Und? Schön. Bisschen geschwollen ist alles noch. Ein bisschen grün und blau, das darf es aber sein. Ja. Die Narben jetzt noch ein, zwei Tage ein bisschen trocken lassen. Noch vorsichtig sein. Jetzt wird der Faden raus. Noch mal so eine Zeit, wo es mit viel Gewalt aufreißen kann. Also ein bisschen aufpassen und nicht zusammenkratzen. In ein, zwei Tagen kann auch wieder Wasser rankommen. Mhm. Dann können Sie auch ein bisschen überschminken. So, wir sind jetzt wieder zu Hause und ich finde eigentlich sieht meine Mutter schon ziemlich gut aus. Ich bin ja mal gespannt, das richtige Ergebnis siehst du ja erst so nach 2 Monaten, glaube ich, wenn die ganze Schwellung wirklich komplett weg ist, wenn die Wunde schön verheilt ist, also die Narbe und alles. Aber ich finde wirklich, das sieht schon sehr, sehr, sehr gut aus. Meine Mutti fühlt sich schon richtig, richtig wohl. Das sieht man ihr auf jeden Fall an und das ist mir allein einfach schon... alles wert. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe wirklich immer so die Einstellung, man lebt ein einziges Mal im Leben und ich möchte nicht, dass man in diesem einen Leben sich irgendwie unwohl fühlt, dass man den Körper nicht leiden kann oder sonst irgendwas. Ich hatte selber das Gefühl gehabt, nach meinen 2 Schwangerschaften, dass mein Körper einfach nicht mehr fraulich aussieht, dass ich habe mich so unwohl gefühlt. Ich habe mich vor den Spiegel gestellt und ich konnte mich nicht mehr angucken. Und um ganz ehrlich zu sein, im Bett lief es auch nicht mehr. Es lief einfach nicht mehr. Aber ich habe 2 wunderschöne Kinder geboren und ich bin auch super stolz, dass ich es geschafft habe. Aber trotzdem möchte ich meinen Körper nach 2 Schwangerschaften nicht so akzeptieren, wie er jetzt halt eben ist oder wie er ja da halt eben war. Ich möchte mich trotzdem als Mutti noch in meinem Körper wohlfühlen können und das verstehen eben extrem viele nicht. Und deswegen habe ich diese OP gemacht und deswegen kann ich auch meine Mutti verstehen, dass sie in den Spiegel guckt und sich einfach nicht mehr wirklich leiden kann oder sich nicht mehr schön fühlt. Egal in welchem Alter es... Man muss sich einfach lieben können. Und das ist das Allerwichtigste. Wenn du dich selber nicht lieben kannst, wie kannst du dann erwarten, dass andere dich lieben? Naja, jeder hat eine andere Einstellung. Ich habe diese Einstellung. Und so beende ich jetzt auch das Video und sage, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ja, dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal.